Wenn im E-Sport-Leistungszentrum Mannheim gespannt auf den Bildschirm geschaut wird, dann ist wieder Spieltag für den SV Sandhausen in der Virtual Bundesliga. Mit Glücksbringer und moderner Technik ausgestattet, überträgt der SVS seine virtuellen Spiele für alle Fans ins Internet. Mit Live-Kommentar. Bislang machen das Luca und Dennis gut, jetzt aber aufpassen! Ja, in die Mütze und noch einmal gehalten. Was eine Das ist Wahnsinn! An jedem Spieltag gibt es für die Fans eine aufwendig vorbereitete Stadionshow und nach jedem Spiel Interviews mit den Profi-Gamern, die uns erklären, was es braucht, um in ihrem Metier erfolgreich zu sein. Viel Fleiß, ähm, sehr viel zocken, man muss sehr viel spielen, man muss das Spiel beherrschen. FIFA spiele ich schon seitdem ich ein kleines Kind bin, also seit FIFA 99, um genau zu Ja, man muss natürlich viel Zeit rein investieren und ja, das sehen die Eltern natürlich nicht so gerne, wenn man. In solche Sachen hat seine Zeit investiert, aber wenn dann halt die ersten Erfolge kommen, wenn man damit auch ein bisschen Geld verdient, dann, ja, dann stehen die Eltern natürlich auch dahinter. Neben Kommentator Sven Grunwald auch immer mit dabei, ein Mentalcoach, der die Jungs unterstützt und motiviert. Um fit zu bleiben, hat jeder E-Sportler vor einem Spieltag sein ganz eigenes Ritual. Ähm, ja, also wenn ich frei habe, wie zum Beispiel heute, dann äh, gehe ich morgens ganz entspannt baden zum Beispiel. <laughs> ähm, also start ganz entspannt den Tag, ähm, fange dann an. Mit ein paar Trainingsspielen ähm, Esst dann noch was Gesundes vielleicht. Ich gehe meistens entweder joggen vor dem Spiel, bevor ich losfahre, oder ich gehe einfach spazieren und äh, höre Musik, ähm, gehe in den Park, einfach um den Kopf frei zu kriegen, um dann äh, die Konzentration dann hochzufahren, wenn es dann losgeht. Das Klischee von einem faulen und leicht übergewichtigen Zocker wird hier also widerlegt. Mit Gamername als Trikotflock sitzen die Jungs mit Sportkleidung vor der Konsole. Übrigens auf echten Sitzschalen aus dem BWT-Stadion am Hartwald. Der E-Sport wird mittlerweile sogar als Leistungssport von der DFL gefördert und ist damit schon lange keine Randerscheinung mehr. Die Zuschauerzahlen steigen. Der Bereich E-Sport gewinnt äh, zunehmend an Bedeutung. Wenn ich mir jetzt die VBL angucke, dass dort äh, schon 26 profi mit dabei sind, ähm, sicherlich in der nächsten Saison auch noch mehr dabei sein werden. Wenn ihr auch mitfiebern und mitjubeln wollt, dann schaut am nächsten Spieltag auf Twitch vorbei, wenn es wieder heißt Daumen drücken für den SVS in der Virtual Bundesliga.